Ach Herrschaften, Sie haben es hoffentlich heute genossen. Das, was vermutlich der letzte echte Hochsommertag 2016 war. Time to say goodbye. Wunderschönen guten Abend. Ihre Lokalzeit aus Aachen ist hier. Schön, dass Sie da sind. Vom September lernen, lieber August, heißt Sommer lernen. So geht das. Temperaturen über 30 Grad, Einladungen zu Grillpartys am Wochenende, ohne Angst, dass man absäuft. Nun hat er wohl seinen Pulver verschossen, der Sommer und der September. Erste fette Schauer in der Eifel heute und in Aachen auch. Mach's mal gut, war echt schön. Ich arbeite hier am Elisenbrunnen und genieße jeden Augenblick, hier rauszukommen, die Mittagspause draußen zu genießen und ja, die Sonne noch wahrzunehmen und aufzusaugen. Und, ja. Und dabei war die junge Dame nicht allein. Eine Menge Aachener machte heute Mittag im Grünen bei 28 Grad und wer es sich leisten konnte, sogar früher Feierabend. Wie gut, dass das Freibad Hangeweiher noch ein paar extra Tage offen hat, um ganz bewusst Tschö Sommer zu sagen. Der Herbst kommt. Er sagte heute schon, der Herbst kommt schon, die Blätter sind da. Und ab nächste Woche soll es laut Meteorologen nicht mehr so schön werden. Abschied mit Wehmut, aber das sind die Jahreszeiten. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und selbst wenn man bis dahin keine Abkühlung mehr braucht, auch keine Süße, auch der Herbst ist Eiszeit in Aachen. Ja, wenn Sonne gibt es mehr Luft, normal. So, wenn nicht Sonne gibt es ein bisschen weniger, aber egal, läuft ja immer. Und das Wetter ist eh Latte, wenn man den Sommer im Herzen hat. Ob die Sonne da ist oder Regen, ist uns alles egal. Wir genießen das Leben. Das war der nicht der letzte. Der goldene Oktober kommt auch noch. Ja, natürlich. Dann ist zwar endgültig nicht mehr Erdbeerzeit. Auch der Pflaumenkuchen ist gegessen. Aber eine richtige Marktfrau freut sich auf jede Abwechslung. Dann kann ich endlich meine neue Garderobe tragen. Das ist ja nun auch schön, ne? Ja, das stimmt. Ja, wer Lebenserfahrung hat, der weiß, manches Schöne kommt erst, wenn es geregnet hat. Der Mann ist die schlimmste Lebensstiefel an Menschen verwaltet. Und wo ich mich am meisten drauf freue, ist hier am Samstag gucken, ob die ersten Steinpilze da sind. Es ist warm und jetzt ist es feucht und dann schießen die. Hallihallo, und da freue ich mich drauf. Und wenn man jetzt keine Pilze mag, muss man sich etwas anderes suchen zum drauf freuen. Hauptsache, man spürt am Ende, schön war es heute und das kann uns keiner nehmen. Hallihallo, vielleicht mag er ja doch kommende Woche noch mal reinschauen. Bis dahin, tschüss Sommer und hallo und willkommen zurück zu diesen steinalten Kirchenfiguren. Ja, große Überraschung, da findet ein Mönch im Kloster Maria Laach zwei Taschen, schaut natürlich nach. Und was ist drin? 11 historische Figuren, seit Jahrzehnten vermisst. Irgendjemand, vielleicht der reuige Dieb selbst, hatte die Tasche über die Mauer des Klosters geworfen. Das Bundeskriminalamt hat ermittelt und siehe da, die meisten der Figuren stammen aus dem Bistum Aachen. Mehr als 40 Jahre lang waren diese Figuren verschollen. Jetzt sind sie wieder da. Es ist sicherlich ein Glücksfall, weil ich glaube, dass auch diese Menge von Dingen, über die wir jetzt hier reden, nicht alltäglich ist. Es sind sonst eher singuläre Objekte, die teilweise gestohlen werden, die dann unter Umständen auch im internationalen Kunstmarkt landen. Anfang der 70er Jahre waren die Kunstwerke aus Kirchen des Bistums Aachen gestohlen worden. Fast 45 Jahre später warf sie jemand über die Mauern der Abtei Maria Laach in Mayen. Es dauerte Monate, bis das Bundeskriminalamt aus alten Diebstahlmeldungen herausfand, woher die Figuren stammen. Michael Scholz ist beim Bistum Aachen für Kirchbau und Denkmalpflege zuständig und erstaunt über den guten Zustand. Sie sind im Prinzip wunderbar erhalten. Also man sieht in den horizontalen Bereichen Staubablagerungen. Diese Staubablagerungen können rein theoretisch noch vom Ursprungsaufstellungsort stammen. Man weiß es nicht. Also es kann sein, dass die Dinge 45 Jahre im Grunde geschützt gelagert wurden.
Es ist aber auch durchaus denkbar, dass diese Staubspuren dafür sprechen, dass derjenige, der sie in seiner Obhut hatte oder in seiner Gewalt, dass derjenige diese Dinge auch aufgestellt hat und sich daran gefreut oder wie auch immer hat. Zusammen mit Restauratorin Stefanie Kohr schaut er jetzt nach, was getan werden muss, um die Kunstwerke auf Dauer zu erhalten. Diese Skulptur der Verkündigung Mariä stammt aus der Kirche St. Agatha in Jülich-Mersch. Im Moment steht da noch eine Nachbildung, als Teil eines Altars, der vor fast 500 Jahren in Antwerpen gebaut wurde. Schon bald soll das Original wieder seinen alten Platz bekommen. Wir sind froh und glücklich, dass wir jetzt plötzlich hier ja ein verlorenes Kind, verlorene Gruppe wiedergefunden haben. Und das ist sicherlich eine Motivation einfach für uns auch hier, dass wir ja demnächst noch wieder an unserem Altar weiterarbeiten können. Insgesamt 8 Figuren sind zurzeit beim Bistum Aachen. 5 davon stammen aus Kempen bei Krefeld, eine aus Geilenkirchen-Sögerath und eine aus der Kirche St. Martinus in Linnich. Sie alle sollen in Kürze wieder zurück in ihr altes Zuhause. Was wäre die Welt ohne Ampeln? So einer hier zum Beispiel. Sicher ein bisschen weniger bunt, aber ganz sicher auch deutlich chaotischer. Seit ungefähr 100 Jahren regeln Ampeln, wer gerade darf und wer nicht. Überall auf der Welt ist ja auch gut so. Wir aber in der Region haben eine Ampel, die, ich ahne jedenfalls mal, einzigartig ist. Sie vermuten richtig, die steht am Flugplatz Merzbrück und regelt die freie Bahn für die Bahn. Uff, das ging noch mal gut. 2-mal pro Stunde rattert seit dem Spätsommer die Euregiobahn am Flugplatz Merzbrück vorbei. Zwar lässt sie dabei eigentlich genug Luft nach oben, das zuständige Regierungspräsidium Düsseldorf wollte aber trotzdem eine Regelung. Und der Flugplatzbetreiber fand eine, die Ampel für Flugzeuge. Es ist ja eine Zugwarneinrichtung, über die wir sprechen. Und diese Lampe soll helfen, den Piloten zu warnen, eben halt nicht zu landen, wenn der Zug kommt, oder eben halt nicht zu starten. Und das versuchen wir damit zu erreichen. Und so funktioniert's. An der Schiene stecken Sensoren. Wenn die einen Zug bemerken, kriegt der Flugplatz sofort Rotlicht. Wer landen will, muss durchstarten. Und am Boden gilt, erst warten, dann starten. Soweit die Theorie. In der Praxis aber finden die Piloten den blinkenden Kasten nicht wirklich erhellend. Wir haben gerade in der Landephase eine sehr hohe Aufmerksamkeit, die wir dem Flugzeug widmen müssen. Wir müssen auf die Geschwindigkeit achten, ganz wichtig. Wir müssen auf die Richtung achten, wir müssen den Gleitwinkel richtig berechnen können. Alles das sind Belastungen, die auf den Piloten in der Landephase extrem einströmen. Und dann sehen Sie so ein kleines Funkellicht da unten, können Sie nicht wahrnehmen auch noch, überhaupt nicht. So aus dem Cockpit im Endanflug muss man wirklich Adleraugen haben, um das Lichtlein irgendwo rechts neben der Piste zu erkennen. Obwohl die Behörden schon 2-mal hellere Lampen nachgerüstet haben. Da fällt im Zweifel die große rote Eisenbahn eher ins Auge. Alte Hasen gucken deshalb erst auf die Schiene, dann aufs Licht. Ich bin noch aus der Zeit, kenne ich das hier noch, als die Dieselloks vorbeifuhren. Damals hatten die Dieselloks halt den Vorteil, dass sie Rauchzeichen gaben, wenn sie ankamen. Ja? Und da heute die Züge keine Rauchzeichen mehr geben, müssen wir halt irgendwie einen anderen Warnhinweis bekommen. Und das ist halt jetzt die rote Lampe. Ob die einzige Flugzeugampel weit und breit einen Zweck erfüllt, liegt also im Auge des Betrachters. Ganz bestimmt aber erfüllt sie die Sicherheitsvorschriften und deshalb dürfte sie Merzbrück noch etwas länger, 2-mal die Stunde, zum Rotlichtbezirk machen. Noch ist Rio de Janeiro im Olympiafieber. Erst mit der Abschlussfeier der Paralympics am Sonntag wird dann das olympische Feuer am Zuckerhut endgültig verlöschen. Für den Aachener Rolf Fermont will, werden die Olympischen Spiele 2016 unvergesslich bleiben. Denn er hat sie vor Ort erlebt im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz. Kein Wunder, denn Multitalent Fermont will ist Lehrer, Sportler, Diakon, Musiker und er spricht Portugiesisch. Seine Paradedisziplin offene Ohren als Olympiaseelsorger. Hoch über Rio, der Cristo.
Hier erlebte Rolf Vermoville sein Highlight der diesjährigen Olympischen Spiele. Ein besonderes Erlebnis war für mich auch der Gottesdienst im Sockel der Christusstatue auf dem Corcovado. Und das ist schon ein eigenartiger Ort, ein sehr mystischer Ort. Wir hatten auch ein Wetter, das nicht üblich ist für Rio. Der Christus Redentor stand in Wolken und tauchte ab und zu mal mit der Hand oder dem Gesicht aus dem Nebel auf. Es war also wirklich ein faszinierender Moment. Am Fuß des Zuckerhutes waren er und sein evangelischer Kollege untergebracht. Die beiden Seelsorger wurden entsandt mit der Aufgabe, zuhören. Dass ein Sportler das Gespräch mit ihnen gesucht hat, das haben sie in Rio täglich erfahren, sagt der Diakon rückblickend. Wir haben das oft erlebt, dass die Leute ganz froh waren, dass da jemand ist, der einfach ein offenes Ohr hat und zuhört, ohne gleich drauf zu gucken, wie wirkt sich das auf die Medaillenchancen aus. Die meisten Gespräche beginnen einfach so, sagt der Diakon, ganz alltäglich. Schließlich haben auch Olympioniken wie alle Menschen private Sorgen. Darüber wollen sie sprechen, aber nicht unbedingt mit dem Trainer. Worüber genau geredet wird, möchte der Seelsorger nicht verraten, Schweigepflicht. Nur so viel, oft geht es um Beziehungsprobleme, berufliche Fragen oder? Wie gehe ich mit dem Druck um, wenn Leistungen, wenn Medaillen erwartet werden? Ich habe zum Beispiel mit einer jungen Gewichtheberin gesprochen, die ein halbes Jahr lang ihre Arbeit ausgesetzt hat. Der Arbeitgeber hat da auch mitgespielt, aber sie musste dann von 200 Euro Sporthilfe leben. Und hat sich kurz vor der Qualifizierung verletzt und konnte nicht mit. Und das ist natürlich dann dramatisch in vielfacher Hinsicht. Je dramatischer die Ereignisse vor Ort, umso eher brauchen die Menschen Beistand. Unfälle gab es während der Wettkämpfe zu verkraften und den Tod des deutschen Kanutrainers Stefan Henze. Wir kannten die Slalomkanuten recht gut. Wir saßen an dem Abend auch noch mit denen zusammen im Deutschen Haus. Und bei einem Gläschen haben wir noch über den Tag gesprochen und über den Wettkampf, der ja nicht ganz so verlaufen war, wie sich alle das gewünscht hatten. Und dass sie am nächsten Tag nach Hause fahren. Und dann erfuhren wir am nächsten Tag, dass sie morgens um 5 verunglückt waren. Und wir haben viele Gespräche geführt mit Sportlern, mit Trainern, mit Physiotherapeuten oder Ärzten. Also mit Leuten, die eigentlich so auch im Team auf dem Hintergrund dabei sind, die aber natürlich auch alle die Kontakte haben. Notfallseelsorge, darin ist Vermoville geschult. Er hat außer einem Theologiestudium Jahre der Hospizarbeit, Sterbebegleitung und Trauerarbeit in seinem Lebenslauf. Aktuell ist er bei den Paralympics übrigens nicht im Dienst, denn die Ferien sind vorbei und der Lehrer Vermoville muss wieder in die Schule. Einen Blog über all das hat er übrigens auch noch verfasst. Und bei den nächsten Olympischen Spielen? Wird der Mann mit den vielen Talenten wieder dabei sein? Wer weiß, trainieren muss er dafür ja nicht. Was sollten Sie heute vom Tag noch wissen? In der Bleihütte Berzelius in Stolberg gab es heute einen Großeinsatz der Feuerwehr. Auf dem Werksgelände war Blei ausgetreten. Die Feuerwehr hatte am Mittag die Anwohner der Bleihütte aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wir sind heute Mittag gegen 12.37 Uhr zu dieser Firma hier alarmiert worden. Es ist dort zu einem Produktaustritt von Blei gekommen. Durch diesen Produktaustritt ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, wobei eine Rauchwolke Richtung die Ortslage Stolberg-Büsbach und in die Innenstadt gezogen ist. An mehreren Stellen richtete die Feuerwehr Messstellen ein. Einige Stunden später wurde Entwarnung gegeben. Es habe keine Gefahr für Anwohner bestanden. Beim Vorfall in der Bleihütte wurde laut Feuerwehr niemand verletzt. Inzwischen sind die Straßen rings um das Werk wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ursache für das Auslaufen des Bleis ist noch unklar. 3D-Drucken ist im Kommen. In der Luftfahrt oder im Automobilbau werden schon hunderte Teile mit dieser neuen Technologie hergestellt. Dreidimensionale Druckverfahren sollen vor allem für den Mittelstand noch lukrativer werden. Das haben Wissenschaftler und Betriebswirtschaftler während der 3D-Valley-Konferenz in Aachen gefordert. Forscher und Industrie müssten sich stärker vernetzen, um neue Anwendungen von 3D-Druckern auch für kleinere Unternehmen zu finden. Trotz hoher Investitionskosten für die Geräte könnten künftig Produkte leichter und mit komplizierteren Formen hergestellt werden. Die Aachener 3D-Konferenz wurde vom Fraunhofer Institut für Lasertechnik organisiert.
Der Rat der Stadt hat gestern Abend ein neues Müllgebührensystem beschlossen. Die Mehrheit der Politiker glaubt, dass die Kosten für die Müllentsorgung so gerechter auf die Bürger verteilt werden. Es gab aber auch kritische Stimmen. Die Grünen kritisieren die Mindestabfallmenge von 7,5 Litern Restmüll pro Person und Woche. Wer Müll vermeide und weniger Abfall produziere, werde benachteiligt. Bedenken gab es aus hygienischen Gründen auch bei den Biotonnen. Der Bioabfall wird künftig nur noch alle 2 Wochen abgeholt. Das neue System soll nach einem Jahr auf den Prüfstand gestellt werden. Auch um das Bauprojekt Blue Gate am Aachener Hauptbahnhof ging es gestern im Stadtrat. Überraschend haben die Politiker den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan vertagt. Sie wollen die Verträge nachbessern. Dabei geht es darum, wann genau die Investoren die vereinbarten Sozialwohnungen an anderer Stelle in der Stadt bauen müssen. Der Projektentwickler kritisierte die absehbare zeitliche Verzögerung. Der Jülicher Brückenkopfpark hat heute eine neue Spiellandschaft für Kleinkinder unter 6 Jahren in Betrieb genommen. Ziel ist es, den Spielbetrieb und Bewegungsdrang von Kleinkindern zu fördern. Das Zwergenland besteht aus 12 Holzfiguren, die exklusiv für den Brückenkopfpark entworfen wurden. Sie dienen als Kletter- und Spielgeräte und sollen Kita-Kinder animieren, ihre körperlichen Fähigkeiten wie Motorik, Gleichgewicht oder Raumorientierung zu trainieren. Denn oft haben sie in ihrem Wohnumfeld dazu keine Gelegenheit. Da sich das Zwergenland in einem separaten Garten des Brückenkopfparks befindet, werden die Kleinkinder hier nicht von Größeren gestört. Finanziert wurde die neue Einrichtung vor allem mit Spendengeldern. Skaten, Tanzen, Graffiti, Sprühen, das können Jugendliche bei der Nacht der Jugendkultur am 24. September. Geplant sind Aktionen in Düren, Euskirchen, Jülich und Aachen, alle von Jugendlichen für Jugendliche gemacht. Die Nacht der Jugendkultur läuft NRW-weit gleichzeitig in insgesamt 66 Städten. 8 Jahre nach dem Tod der Matrosin Jenny Böken aus Geilenkirchen ist dazu gestern noch einmal verhandelt worden vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Da haben wir gestern ausführlich darüber berichtet. Es geht um die Frage, ob Jenny Böken vielleicht zu krank war, um ihren Dienst auf der Gorch Fock zu verrichten. Die Eltern hatten auf Schadensersatz geklagt, vor allem aber, um weitere Aussagen der Marine zu erzwingen. Ein langer Sitzungstag für alle Beteiligten mit einem Urteil erst am späten Abend. Es war eine Marathonsitzung. Um 22.47 Uhr verkündet der Vorsitzende Richter Hans-Jörg Holtbrügge das Urteil, 12,5 Stunden, nachdem die Sitzung am Morgen begann. Das Gericht hat entschieden, dass die Voraussetzungen für den Entschädigungsanspruch nach dem Soldatenversorgungsgesetz nicht gegeben sind. Entscheidend war zunächst die Frage, ob eine besondere Lebensgefahr vorgelegen hat. Das hat das Gericht verneint. Im September 2008 stürzte die 18-jährige Matrosin Jenny Böken während eines Wachdienstes von der Gorch Fock ins Meer und ertrinkt. Warum sie sterben musste, ist auch nach der Sitzung in Münster weiter unklar. 4 Ventilatoren kämpften den Tag über gegen Temperaturen von über 30 Grad im Gerichtssaal. Ein Kraftakt nicht nur für die anwesenden Eltern. Dass die Klage am Ende abgelehnt wurde, für sie keine Überraschung. Das hatten wir erwartet. Das zeichnet sie sich ja durch die ganze Vernehmung, zeichnet sie sich hindurch ab. Ich denke, da kommt eine Wende in die ganze Geschichte, wenn wir eines Tages mal wirklich wissen, was in dieser Nacht passiert ist. Das wird aber noch lange, lange dauern. Für Aufregung sorgte die Aussage der ehemaligen Assistentin des Schiffsarztes. Demnach habe der Arzt von den gesundheitlichen Problemen am Tag des Todes von Jenny gewusst. Er bestreitet das vor Gericht. Die Familie will ihn nun wegen Totschlags verklagen. Ich habe viele neue Erkenntnisse, die in eine neue Strafanzeige münden werden. Also das wird sicher nicht lange auf sich warten lassen. Auch 8 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter Jenny wollen die Eltern weiter kämpfen, um endlich zu erfahren, warum die junge Matrosin wirklich sterben musste. Busse und Bahn, der öffentliche Personennahverkehr, ÖPNV, unverzichtbar für die, die kein Auto haben, wie Senioren zum Beispiel, und eine prima Alternative, wenn man den eigenen Wagen mal stehen lassen möchte. Umso wichtiger, je ländlicher man wohnt. Man will ja wegkommen. Aber daran ist in Erkelenz-Neu-Immerath nicht mehr zu denken. In einer E-Mail haben sich Einwohner bei uns gemeldet und sich beschwert über die katastrophale Anbindung ihres Ortes. Nur ömmelige 4-mal pro Tag kommt noch der Bus und selbst darum mussten sie kämpfen. In Neu-Immerath sind die Leute verärgert. Normalerweise kommt der Bus jede Stunde. Doch seit kurzem ist damit Schluss. Für die Bewohner des Ortes kam das unverhofft. Ich habe durch Zufall letzte Woche Montagabend um 18 Uhr gesehen, dass an der Bushaltestelle rote Zettel hingen. Und dann hat mein Enkel geguckt und sagt, Oma, ab morgen fahren keine Busse. Grund für die Schließung der Haltestellen, so hörten die Bewohner eher zufällig, sei der Ausbau der Straße.
Doch damit wollten sich die Neu-Immerater nicht zufrieden geben. Sie beschwerten sich bei der Stadt Erkelenz und dem Busunternehmen. Sie wollen den Linienverkehr zurück. Die Stadt hat uns zwei Bustermine dann neu gelegt. Einmal morgens um 6.21 Uhr und einmal um 14.23 Uhr, wo unsere Kinder dann zur Schule fahren können oder halt zurück. Ein Angebot, mit dem die Eltern nichts anfangen können. Seither müssen sie die Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Um 7:45 fängt die Schule an morgens. Und wenn wir die Kinder um 6.21 Uhr schicken, müssen die anderthalb Stunden an der Schule warten. Und im Endeffekt, ja, wer beaufsichtigt die Kinder? Keiner. Auch die anderen Dorfbewohner haben Probleme mit der Busversorgung. Vor allem Ältere schaffen den Weg ins nächste Dorf zur regulären Haltestelle kaum. Nach hartnäckigem Nachfragen bei der Stadt Erkelenz und im Kreis Heinsberg werden wir an den Busbetreiber die Westverkehr verwiesen. Erklärungsversuche. Mit der Stadt war ursprünglich abgesprochen, dass außerhalb der Ferien der Linienverkehr weiterhin durch diese Baumaßnahme nicht beeinträchtigt wird. Aufgrund von Ereignissen, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße jetzt aufgetreten sind, war dann doch eine Vollsperrung erforderlich. Immerhin, die Firma stellt ein Ende des Baumangels in Aussicht. Der Busverkehr wird wieder durch Immerath neu fahren, sobald die Stadt grünes Licht gibt und die Baumaßnahme ein Durchfahren des Ortes wieder zulässt. Können Sie das zeitlich verorten? Also nach den mir vorliegenden Informationen soll das in 2 Wochen der Fall sein. Und die Gemüter der betroffenen Senioren will die Westverkehr dann mit einer ganz besonderen Geste besänftigen. Dass wir nach dem erfolgreichen Abschluss der Baumaßnahme mit unserem Oldtimer-Bus vorbeikommen und die Damen dann durchs Erkelenzer Land chauffieren. Und auch die anderen Neu-Immerater werden dann wieder Bus fahren können. Hoffentlich wie gewohnt. Noch ist ja nichts verloren. Mit dem Wetter, sage ich mal, optimistisch bleiben. Unsere Tipps Richtung Wochenende sind das ja auch. Was für drin und was für draußen. Auftritt der Kinderkulturkarawane. Kinder aus Indien erzählen von ihrem Leben, den Ängsten und Hoffnungen für die Zukunft. Die Dreamcatchers machen auch Station in Aachen. Hier zeigen sie ihre Show in der Gesamtschule in Aachen-Brand am Samstag um 19.30 Uhr. Vor was, 3 Wochen? Ja gut, 3 Wochen. Spricht mich ein junger Mann vom Kölner Dom an. Könnten Sie vielleicht ein Selfie von mir machen? Wenn Kalle Pohl sich Gedanken über Selfies macht, gibt es garantiert was zu lachen. In seinem Programm Selfie in Delphi parliert der Entertainer als Heinz Spack über den fotografischen Modetrend. Bei einer Bildungsreise will er in Erfahrung bringen, wann das Orakel von Delphi öffnet. Dabei sein ist alles im Talbahnhof Eschweiler am Freitag um 20 Uhr. Einen Tag mit Thomas verbringen, das ist der Traum vieler Kinder. Denn bei Thomas handelt es sich um diese niedliche Dampflokomotive, die zur niederländischen Millionenleihen seit Jahren zu Besuch kommt. Thomas stampft übrigens eigens zu diesem Tag aus England heran. Sie können zuschauen oder zusteigen im niederländischen Simpelfeld am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr. Die einen nennen es Bewegungsmeditation, für die anderen ist es durchblutungsfördernd und gewebestraffend. Egal wie, Spaß soll er machen, der gute alte Hula-Hoop-Reifen, mit dem mehr drin ist, als ihn um den Bauch kreisen zu lassen. Schnuppern, wie man Hoop-Dance meistert, können Sie beim Hula-Hoop-Workshop im Poda-Studio in Aachen am Samstag von 12 bis 14 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. Ja, und Sie sehen es schon, Silke Nievenhuis ist für uns auf dem Markt. Des September-Special wird heute eröffnet. Wochen, ach was, Monate wurde darauf hingeplant. Ja, und dann zeigt Petrus den Aachenern einfach mal kurzerhand den meteorologischen Stinkefinger. Silke, erste Schauer haben wir in der Stadt gehabt schon, und zwar richtige, fette. Meine Frage an dich, bist du jetzt allein auf weiter Flur oder sind doch Leute gekommen, obwohl es schon geregnet hat? Also es wurde schlagartig, zappenduster, aber wenn ich mich hier so umgucke, vor ein paar Minuten stand ich hier noch fast alleine. Die Aachener sind tapfer, sind auch gut ausgerüstet mit Jacken und Schirmen, sehr viel besser als ich. Ich bin nämlich einmal richtig nass geworden. Aber gerade spielt das Tanja Reichert Quintett
Quarte, Entschuldigung. Und Sie sind auch gut ausgerüstet mit Jacke hier hingekommen. Trotz Regen? Trotz Regen. Es ist immer ein gutes Programm, immer interessant und ja, mal schauen, was es gibt. Wissen Sie, was es geben wird? Future Lab, verschiedene Musikgruppen, ja, rund ums Rathaus, auf dem Katschhof, ja, Münsterplatz. Okay, danke schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Stimmt, da war noch richtig schönes Wetter heute Nachmittag. Da wurde überall auf den Plätzen schon geprobt. Die Somebody Blues Band spielt auf dem Münsterplatz und dem Elisengarten. War ebenfalls wunderschöne französische Musik. Da hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Und gleich gibt es auf der Bühne die Wissenschaftsshow. Kann man Wissenschaft vermitteln, indem man drüber redet, Bernd Büttgens vom Fressamt? Ja, klar kann man das. Also das werden wir gleich versuchen auf jeden Fall, weil wir tolle Gäste haben. Wir werden ein bisschen was zeigen. Ein Theologe ist da, der uns was erzählt über Kain und Abel. Wir werden über IT-Sicherheit bei Autos reden. Wir werden aber auch Gitarristen von der Musikhochschule da haben. Da kann man nur was sehen und was hören. Und dann natürlich nachher die große Laser- bzw. die große Lichtshow. Es geht dass jemand Fremdes in mein Auto eingreifen könnte. Also meins jetzt nicht von 2006, da geht das noch nicht. Aber sowas zum Beispiel wird da erklärt. Ja genau, Professor Hilgärtner von der FH Aachen wird gleich bei uns sein. Der wird uns erklären, wie IT-Sicherheit am Auto funktioniert und all solche lustigen Sachen. Und da kann man auch in Ihr Auto eingreifen, in der Tat. Alles klar, vielen Dank. Wird also ein spannender Abend, wenn der in der Nähe ist. Einfach einen Schirm mitbringen und noch auf den Markt kommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ganz spät heute Abend um 22 Uhr und 22.30 Uhr wird das Rathaus angeleuchtet. Da gucken wir es uns natürlich noch an. Da bin ich super gespannt drauf. Das sind wir alle, denn wir hatten ja auch einen schönen Vorbericht. Dankeschön, Silke. Ja, Mensch, ne, was machen wir denn jetzt mit dem Wetterbericht? Ich sag mal so. Denken Sie beim Wetterbericht auch an die Natur, zum Beispiel an diesen ganz wunderbaren Goldmohn und wie sehr er und seine Pflanzenkumpel jetzt Wasser brauchen. Naja, und für alles andere gibt es halt Schirme und sowas. In der Nacht ziehen zum Freitag hin dichte Wolkenfelder und einige Schauer und Gewitter durch, die teils kräftig sein können. Dazu kühlt sich die Luft ab auf 16 bis 14 Grad. In der Eifel kann es bis auf 11 Grad runtergehen. Es wird mäßiger auf Südwest drehender Wind. In Schauern sind auch stürmische Böen möglich. Morgen Vormittag ein Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonnenschein. Gelegentlich fallen da auch Regenschauer. Am Nachmittag ziehen weitere Schauer durch. Vereinzelt sind auch Blitz und Donner möglich. Sonne eher wenig, 21 bis 23 Grad. Oberhalb von 500 Metern 18 bis 20. Und dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Und die weiteren Aussichten noch. Am Samstag ist es oft wolkig. Zeitweise fällt Regen bei Höchsttemperaturen von rund 20 Grad. Am Sonntag gibt es bei ähnlichem Wetter ab und zu leichten Regen. Am Montag wolkig, die Sonne scheint wenig, es scheint gebietsweise etwas Regen. Und 19 Grad können wir da erreichen. Der Trend dann auch noch. Bis Mittwoch ziehen Tiefausläufer mit teils dichteren Wolkenfeldern einigen Schauern über uns hinweg. Die Sonne, die zeigt sich nur gelegentlich, bleibt kühl. Donnerstag und Freitag wird es dann weitgehend trocken sein. Am darauffolgenden Wochenende insgesamt eher wechselhaft. Und die Temperaturen, haben Sie gesehen, so in der Sparte, die kommen auch noch kaum über 20 Grad raus. Also ich denke mal, wir konnten mit Recht heute sagen, das ist es gewesen für den Hochsommer. Und genossen haben wir ja alle. Das war's von uns für heute. Morgen erwartet Sie eine natürlich spannende Nachtreportage vom September-Special. Denn wir wollen gucken, wie ist es gelaufen mit dem Rathaus. Waren noch genug Leute da? Wir hoffen das natürlich, dass das Wetter sich so in Szene setzt, dass man natürlich auch das Rathaus sehen kann mit der wunderbaren Beleuchtung. Und wir sind morgen auf der Tattoo-Messe in Aachen. Da werden sich wirklich die Leute einstellen, die in der Tattoo-Szene einen riesen Namen haben. Und die werden wir befragen. Und dazu, was ja irgendwie auch naheliegend ist, dann ein Gesprächskast, mit dem wir klären wollen, wie lassen sich solche Tattoos eigentlich später wieder entfernen, wenn es also dann Bedauern gibt darüber, was man sich vielleicht im jugendlichen Leichtsinn hat auf den Arm tackern lassen. Spannende Themen morgen und noch weitere dazu verspreche ich Ihnen. Ihnen ist noch einen schönen Abend und vielleicht ja dann gleich in der Stadt beim September-Special. Dann ziehen Sie. Tschüss.